Wir werden um ein gewisses Maß an Carbon Capture und auch um CCS nicht herumkommen. Wir werden das aber nachdrücklich limitieren müssen und es wird auch nur glaubhaft sein, diese Prozesse zu betreiben. Und auch dann kommen wir nur zur Klimaneutralität, wenn wir alle anderen Maßnahmen auch sehr intensiv vorantreiben und befolgen. Und wir werden definitiv nicht alle CO2-Mengen, die heutzutage anfallen, später capturen müssen, weil wir einfach viel weniger CO2 überhaupt erst erzeugen dürfen dabei. Und das geht nur, wenn wir alle anderen Prozesse auch intensiv vorantreiben. Wir werden also nicht all die Mengen an CO2, die jetzt im Zement zum Beispiel anfallen, später capturen, sondern einfach nur den Teil, der dann noch anfällt dabei. Und auch der muss mit der Zeit natürlich weniger werden und entsprechend auch in anderen Bereichen.